So, es ist wieder Zeit für ein neues YouTube-Video. In der Zwischenzeit sind wir umgezogen. Ich habe wahnsinnig viele Kisten geschleppt, ein Haus ausgeräumt, ein anderes Haus eingeräumt. Dann habe ich mir erlaubt, im Urlaub zu sein. Deswegen gab es hier eine kleine Verzögerung, bis dieses Video jetzt endlich erscheint. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigungen mehr und jetzt wollen wir mal loslegen. Heute möchte ich mal über Diagnosen sprechen im Bereich Rückenschmerzen und auch vor allem natürlich auch mit dem Fokus auf manche Diagnosen, die, wenn man genau hinguckt, gar nicht so viel Sinn ergeben. Mein Name ist Steffen Stump und ich bin Chiropraktor in Braunschweig. In meinen letzten Videos habe ich den Ischias beschrieben und auch besonders auch den Piriformis. Und wenn man ein Problem als zum Beispiel für Piriformis-Syndrom diagnostiziert, dann ist natürlich wirklich fragwürdig. Einmal das, was ich im letzten Video beschrieben habe, dass es das möglicherweise sowieso gar nicht gibt. Aber die Frage ist, kann man wirklich einer einzigen Struktur im Körper die Verantwortung geben an dem Rückenschmerz? Ist es wirklich so, dass dann am Ende nur der Piriformis überlastet? Und deswegen diagnostiziere ich einen Schmerz als Piriformis-Syndrom. Und wenn man genau hinguckt, sind es komplexe Geschehen, die sich da abspielen. Und die Diagnose der Rückenschmerzen müsste eigentlich anders funktionieren. Wenn wir uns einmal vor Augen führen, wie ein funktioneller Rückenschmerz überhaupt entsteht. Nach meinen eigenen Analysen sind über 80%, 83% aller Rückenschmerzen, aller funktionellen Rückenschmerzen, sind durch Fehlsteuerungen der Muskulatur entstanden. Das System, der Körper, wird gereizt durch versteckte Schmerzreize und das zwingt ihn, dass er eine Fehlhaltung annimmt, um diesem Schmerzreiz auszuweichen. Das macht 83% aller Rückenschmerzen aus, aller funktionellen Rückenschmerzen. Und diese Fehlhaltung ist der Startpunkt, wo der Körper das erste Mal in die Asymmetrie gerät. Das führt dann logischerweise zu muskulären Ungleichgewichten. Die führen dann zu Gelenkblockaden. Und diese ganze Geschichte kann, wenn sie länger andauert, selbstverständlich auch zunehmend strukturelle Probleme erzeugen. Ein Bandscheibenproblem zum Beispiel. Die Bandscheibe gibt ja nicht in den seltensten Fällen von 0 auf 100 sofort auf, sondern es ist eben ein gewisser Verschleißprozess, der oftmals Jahre andauert. Und da spielen diese Asymmetrien auch eine Rolle, dass der Körper einseitig immer wieder überlastet, überlastet, überlastet. Das Geschehen, was sich im Körper abspielt, ist dadurch sehr weitreichend. Und eine Diagnose, eine Rückenschmerzdiagnose, die sich nur auf eine einzelne Struktur beschränkt, ist somit inhaltlich nicht korrekt. Am anderen Ende des Spektrums der Diagnosen sind Diagnosen, die so unspezifisch sind, dass sie auch keine Informationen transportieren. Zum einen gibt es Diagnosen wie HWS-Syndrom, BWS-Syndrom, LWS-Syndrom. Naja, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Knochen, wie viele Gelenke, wie viele Muskeln die Halswirbelsäule hat, alleine der Brustkorb und nur die Lendenwirbelsäule, dann kann man sich vorstellen, dass auch das relativ unspezifisch ist. Dies wird noch getoppt von Diagnosen wie Lumbago oder auch sehr schön Schulter-Nacken-Syndrom. Das heißt also, irgendetwas im Schulter-Nacken-Bereich verursacht mir Schmerzen und Probleme. Aber was das ist, das weiß ich in dem Fall gar nicht so genau, aber es kommt so aus dem Bereich. So, und wo ich mich gerade über Diagnosen auslasse, die nicht wirklich Informationen vermitteln, zwei Diagnosen möchte ich hier noch erwähnen. Einmal die Diagnose unspezifischer Rückenschmerz und mein Favorit ist die Diagnose Wirbelsäulensyndrom. Da kann man wirklich nur sagen, das ist eine Verlegenheitsdiagnose. Irgendetwas am Rücken tut weh. Es ist ungefähr zwischen hier und hier. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und ich weiß meistens auch in dem Zusammenhang gar nicht, was man dafür tut. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die mit solchen Diagnosen in der Vergangenheit konfrontiert wurden, dann meine Aufforderung, sucht euch bitte jemanden, der das ein bisschen präziser und ein bisschen spezifischer für euch gestalten kann, damit man dann auch gucken kann, wie kann man diesem Problem entgegentreten und was kann man konkret dafür tun. So, falls dir dieses Video gefallen hat, Daumen hoch, nicht vergessen, Kanal zu abonnieren. Tschüss.